Für das Rezept brauchen wir geraspelte Zucchini, 400 Gramm Hackfleisch, 2 Eier, 150 Milliliter Milch und dazu 3 Löffel Schmand, gewürfelte Zwiebel, eine Tomate, Salz, Pfeffer und nach Wunsch Knoblauch. Zu den Eiern gebe ich Milch und Schmand dazu. Ich salze das und pfeffere und rühre das einfach um. Die Hälfte von Zucchini ist drin in der Form. Da kommt noch eine Prise Salz dazu. Den Hack habe ich auf Zucchini verteilt und jetzt kommt die zweite Hälfte von dem Zucchini und wird gleichmäßig verteilt. Die Mischung aus Eier, Milch und Schmand. Gewürz kommt jetzt gleichmäßig auf das Gericht. So sieht es aus. Vergessen zu sagen, ein geriebener Käse, circa 100-150 Gramm, kommt auch noch dazu, nach oben. Und den Backofen aufheizen auf 180 Grad und circa für eine halbe Stunde da reinstellen. Der Auflauf ist fertig geworden, circa in 22 Minuten. Ich verzehre das ein bisschen noch mit dem Zwiebelschnittlauch und lasse das abkühlen. Der Auflauf ist sehr saftig geworden. Wenn Sie nicht so viel Flüssigkeit mögen, Sie können einfach mehr im Backofen das halten. Also halbe Stunde hätte ich gesagt. Und bei uns gibt heute Beilage als Beilage Reis und die Flüssigkeit kommt als Soße bei mir dazu. So, das war ganz einfach und sehr lecker. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Danke.